Gedenkminute am Berliner Breitscheidplatz. Der französische Präsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchen gemeinsam den Ort des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Am 19. Dezember steuert der Tunesier Anis Amri einen Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Platz an der Gedächtniskirche. Dabei sterben 12 Menschen. Die IS-Miliz bekennt sich wenig später zu der Attacke. Bis heute sind hier Blumen und Kerzen zu sehen, immer wieder kommen Trauernde hierher. Auch Merkel und Hollande legen Blumen nieder und verharren kurz in stillem Gedenken. Merkel erklärte zuvor, mit dem Besuch an dem Anschlagsort wollten beide zeigen, dass wir uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen. Hollande hob hervor, dass Merkel immer an der Seite Frankreichs gestanden habe.